gegeben habe. So, jetzt, wenn wir jetzt nochmal mit ihr reden, kriegen wir jetzt den romantischen Dialog, der in diesem Game ist. Ja, Prinzessin. Nein, den hatten wir schon. Ja, Romantik liegt in der Luft. Vielleicht ist es auch nur der Feinstaub. Oh, ich dachte, du hast gepuht. Oh, das war... Sorry. Hi! Ja, wie geht's dir heute? Ja. Ne? Und, wie lange muss ich mit dir noch aufnehmen, bis du endlich wieder abhaust? Du Fame-Hure. Nein! Das sage ich jetzt mal nichts. Ich könnte so hart kontern jetzt. Ja, bitte. Mach. Nee. Komm. Nee. Komm. Nee. Dann hast du ja nichts zu sagen. Nee. Das heißt, dein Konter ist non-existent. Nee. Bist du dir sicher? Das ist vielleicht die Gelegenheit. Ein, auf den ich habe sonst nicht Gelegenheiten. Nein, hast du auch nicht. Ich biete dir so wenig. Ja, genau. Ich doch nicht. Alter, wir haben doch jetzt mit allen Leuten auf dem Schiff geredet. Haben wir doch, oder? Ja. Was müssen wir machen? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Tust du nur so oder weißt du wirklich nicht, was du machen musst? Ich hab das Gefühl, ich weiß es wirklich nicht. Müssen wir hier die Blumen geben oder was? Verarsch mich doch jetzt, oder? Ich hab wirklich keinen blassen Schimmer. Jetzt ernst? Ja! Du musst dich ins Bett legen. Ach ja, da waren Betten. Stimmt, ja, da weiß. Ich hab da nicht drauf geachtet. Nein. Texturen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Szene, nachdem wir mit einem geredet haben. Ich dachte, du machst das jetzt nur so aus Spaß. Nein. Weil das so auffällig war, dass da zwei Betten stehen. Ich habe halt nur Illusion of Time letztens gezockt. Oh, schade. Jetzt habe ich den Schrei unterbrochen. Betten. Was war das? Was war das? Das war doch wohl nicht Melina. Zombie Apocalypse Part 2? Oh, sie wurde vergewaltigt. Hm. Wir sollten reingehen. Wir sollten es wieder hinlegen. Alles gut. Oh, die Musik ist jetzt wieder normal, ne? Geil. Ja. Oh. Schon wieder. Immer dasselbe. Oh shit. Ja klar, Bautermann kommt uns holen. Nee, ich hab die Szene echt vergessen. Hast dich vergessen, das Spiel ist ab einem bestimmten Punkt einfach blind. Oh nein. Er raped uns. Bis? Das ist so Art Kampf wie im dritten Turm. Das war, weißt du, wo die Hexe da kam und eine war nur echt. Ja. Alles in Ordnung, Prinzessin. Ja. Du bist ein seltsamer Mensch. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Warum kamst du? Ich wollte gar nicht. So geile Option. Ich glaube, ich beschütze dich, da du einer guten Bekannten ähnlich siehst. Nicht seiner Freundin, nein. Ein auf dem Melina ist nur eine Bekannte. Ich habe den Frosch im Hals. Einer Bekannten. Einer Bekannten sehe ich hier tatsächlich ähnlich. Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ich sehe aus wie Zwillinge. Nur anders. Und Persönlichkeit unsere? Da würde ich verschieden machen. Oh. Aber
Melina ist sanft und ruhig. Du erscheinst viel energischer. Was für ein Kompliment! Du bist mir aber ein Gentleman. Aber eines möchte ich dir noch sagen. Danke für meine Rettung, du Assi. Ich habe nämlich das genommen, als ich es gespielt habe. Ich habe nämlich auch gesagt, dass sie von der Art gleich sind. Das ist eine Beleidigung. Du beleidigst sie automatisch, wenn du sagst, dass sie so ist wie die andere Melina. Du bist wie deine Mutter. Das ist der Wahnsinn. Sie ist beleidigt, wenn du ihr sagst, dass sie auch von der Art so ist wie Melina. Das ist der Wahnsinn. Wie sie schnell ist sanft, die... Sie ist sanft und ruhig. Das muss der heftigste der Welt für ein Mädchen sein. Die ist danach beleidigt. So, dann legen wir uns endlich wieder hin, nachdem sie fertig gerappt wurde. Wie kann man deswegen beleidigt sein? Soll ich sagen, oh, du bist voll die geile Schlampe. Ja, oh, du bist ja so ein netter Junge. Meine Mom hatte recht, es gibt auch noch nette Menschen. Flirt-Tipps von Pikachu. Wow, das Schiff ist kaputt. Laland! Ich sehe Land! Euch auch. Ich nicht. Ist doch so. Er steht da unten, genauso wie der andere am Mast. Er guckt zur Tür, oder zur Wand, oder was das da auch immer war, und denkt sich, ja, ich sehe Holz! So, dann sind wir jetzt eigentlich in Asien. Bjark, hey Bjark, du Schlafmütze. Oh, du hast eine wirklich sehr bequeme Sitzposition und dein Schatten ist sehr komisch. Ja. Bumm. Auf die Fresse. Wann stehst du endlich auf? Wir sind da. Was? Land? Das neue Land? Wir sind da? Nein, das alte. Sie ist einmal um die Welt gefahren. Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen. Ach, Fluffy liebt dich. Ja. Wie du willst Titten sehen, gibt's nicht. Oh, jetzt ist das Schiff wieder kleiner geworden. Das ist so geil. Ja. Du bist wohl nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist Bjark, right? Nein. Okay, ich habe dann einen Brief für des Mäckens für jemanden namens Bjark für dich. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen. Frauen eben. Ja. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder einen Monolog mit mir selber fühlen. Wahnsinn. Nein. Na. Nein. Oh, shit. Ja, ausgerüstet. So. Was steht denn da drin? Oh, falsche Taste. Immer noch falsche Taste. Oh, ich habe den besten Punkt ausgesucht, um das zu lesen. Das ist die schönste Herausforderung jetzt für dich. Bjark liest den Brief. Du liest ihn. Achso, ich muss ihn, ne? Ja, normalerweise, weißt du, wenn du so Briefe liest, dann fügen sie meistens die Originalstimme ein, weißt du, deswegen. Achso, du liest den Anfang vor und nicht den Rest quasi. Wir wechseln uns ab, jeder nimmt ein Wort. Ein Wort, ne? Ja. Danke, Bjark. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. Jetzt ist es raus. In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis zu entlocken. Und er benutzte mich dreckig, in seinem SM-Keller. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach dem Geheimnis, auch andere. Fida erkannte die Situation und verbannte mich aus Loa. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen. Ich kann das so gut lesen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. Pferde stärken? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Da war kein Punkt zwischengesetzt. Folglich heißt es PS. Ja. Der war gut. Der war gut. Es stand nicht für Postskriptum.
Da war nicht P-Punkt. Der Gag war echt. Aber das ist ernst gemeint. Nimm mich ernst. Los. Ich will ernst genommen werden. So. Seeleute berichten von einem Nixenmantel. Also robuster sein als alles von Menschenhand geschaffen. Nö. Mehr habe ich dir auch nicht zu sagen. Ich bin Seemann. Oh, wir sind in Liberita. Wir sind in befreit irgendwas? Weiß ich doch nicht. Wir sind befreit. Ja, wir sind die Befreiten. Und haben. Ja, geil, das ist ein Das Schiff ist nur. Das Schiff gehört nur. Oh Gott. So. Nee, warte mal, da kommen wir ja her, ne? Da. Kam. Yep. Yep. Ich hab schon wieder vergessen. Bin ein bisschen Professor zerstreut heute. Ja, okay, nicht nur heute. Was haben wir denn hier? Oh. Colorado. That's very nice. Oh, und viele Städte und viele Dialoge. Ich hoffe, du hast gar nichts vor gerade. Oh ja, super. Ich stehe auf Schminktaschen. Du bist zum ersten Mal in Liberita. Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. Ist das etwa diese eine Stadt? Ich muss mal kurz das nachgucken gehen. Ich möchte mal was überprüfen, ob das wirklich die Stadt ist, die ich denke, dass es sie ist. Nein, okay. Ist sie doch nicht, ist die andere. Meinen Sie die Partystadt? Mhm. Fällt dir irgendjemand auf, der hier out of character ist? Mir nicht. Kommst du jetzt darauf? Ey, in der Tod, ne? Soll das Ganze ja ein großes Fest stattfinden, ne? Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es, ne? So. Ich habe das Gefühl, wir sollen mit dem reden. Kann das. Fällt überhaupt nicht auf. Bam, 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 bam. Au, 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 oh Gott, wir sind tot. So, dann rede ich mal mit ihm. Mach das. Ich stehe vor ihm und drück die Redentaste, ne? Hey! Bro! Wie siehst du denn aus? Krach mit der Freundin, hä? Freund und Nacht! Ich werde dir zeigen, was dich aufheitert! Danach sagst du mir deine Meinung, einverstanden? Seine Titelmusik ist cool. Wow. Okay. Spielen wir jetzt doch Tony Hawk? Ja. Jetzt müssten, falls jetzt einer von uns einen Tony Hawk Let's Play hätte gemacht hat oder sowas, ne, dann müssten wir das jetzt eigentlich da einfügen. Sinnvoll. Okay. Nee, ich glaube, wir reden jetzt mit dem Typ hinter uns. Oder? Ja. Wieso ist der hinter uns? Alter, was will der von uns? Im Westen liegt das reisende Colorado. Wir wollten eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. Und was sagst du uns jetzt? Alter, hör auf uns nachzucreepen. Na, wie war's, Bro? Yo, geht's dir besser, ho? Natürlich! Wow! Coole Show! Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich habe ein Skateboard gesehen! Yay! Ich wusste es! Die Skateboard-Kunst, Bro, Stücke hauen, yo! Jeden vom Hocker! Ups, jetzt habe ich was falsch gelesen. Du warst auf diesem Schiff, Bro! Dann kommst du also von weit her! Hey, wie wär's, Doc? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber.
Sei nicht so! Nur auf einen Sprung! Ich habe das Gefühl, wenn wir Nein drücken, müssen wir wieder die ganze Zeit da stehen, bis wir Ja sagen. Oh je. Ich habe... Ja. Ja. Ja, ne? Was hast du? Schwarzes Bild. Oh. Beim Reden schon! Deine kleinen Kumpel! So ungefähr, komm mit mir, Bro! So. Ich werde ja mal einen Cut machen. Bis gleich.